Was bedeutest du ihm? Das ist die Frage, auf die wir heute schauen. Und in diesem Sinne, hello, hello, Team Sunshine. Schön, dass ihr wieder da seid. Ach Leute, ich muss mal an euch denken und schon habe ich ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht. Ich freue mich ja immer, ne, auf unseren täglichen Kaffeeklatsch. Und ich habe euch gestern gefragt, wie wir das Ganze hier nennen könnten. Ja, wir haben ja wirklich jeden Tag ein Date und es kamen so coole Vorschläge. Ich muss mal nochmal in Ruhe durchgehen und ja, reinschauen, ob ich mich da vielleicht festlegen kann. Wen haben wir denn hier? Ritter der Schwerter zeigt sich schon mal. Hier rennt jemand. Hier möchte jemand vielleicht gerade Abstand von dieser Verbindung, von eurer Verbindung. Jemand, ja, manchmal rennt man ja, ne, aus Angst. Zum Beispiel sieht man irgendwie eine Maus im Keller oder so und dann, up, kehrt Marsch, Treppe hoch und weg ist man. Mal gucken, wovor er rennt. Ob er überhaupt rennt. Ja, ob er vorhat, vielleicht wiederzukommen oder für immer weg ist. Wir schauen rein. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, bitte bedenkt, ist eine allgemeine Legung. Die meisten von euch wissen das, aber vielleicht sind ja auch gerade Leute dabei, die neu zuschalten. Dann seid ihr auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich lege jeden Tag für euch hier die Karten und ja, in diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da. Wir schauen rein in die aktuelle Energie. Ja? Was sagen die Karten? Was bedeutest du ihm? Und zwar jetzt gerade. Ja, und jetzt ist, wenn du das Video siehst, ganz egal, ob das schon 3 Monate alt ist, ob du es heute siehst, wenn es hochgeladen wird, jetzt in diesem Moment, wie ist da die Energie? Und ich bitte um klare Botschaften für mein Team Sunshine. Wie sieht es hier aus? Du und dein Gegenüber. Und du denkst jetzt mal an diese Person. Muss nicht zwangsläufig eine Liebesbeziehung sein, ja, kann auch dein Chef sein, deine Mama oder wer auch immer. Aber ich weiß, Leute, die meisten gucken auf die Liebe. Und ja, wir schauen rein. Also, was bedeutest du ihm, wenn er so an dich denkt? Was fühlt er dann? Was bedeutest du ihm? Welche Gedanken macht er sich über dich? Was ist da so in seiner Ebene? Oh, was haben wir denn hier? Zeigt sich da der Ritter der Kelche und der kleine Charmeur. Okay, ich habe hier jemanden, der würde dich gerne einladen. Hier denkt irgendwer über eine Einladung nach, ja. Kann auch eine Nachricht sein, die ist schon ready. Siehst du das? Guck mal, da ist so ein Wachssiegel drauf. Ein Brief, den schreibst du ja, ne? Und wenn der ready ist, kommt da das Siegel drauf. Die Nachricht ist vielleicht schon getippt. Ich sehe jemanden, der hat vielleicht schon wirklich so einen Absatz, so einen richtigen Paragraphen geschrieben. Vielleicht sogar irgendwie in der Notizen-App oder so. Hat es aber noch nicht abgesendet. Gibt es vielleicht einen Grund für. Ritter der Kelche, Krebs, Skorpion, Fische. Vielleicht guckst du nach Sternzeichen. Tattoos, ganz, ganz präsent. Blumen in irgendeiner Form. Der Magier und der Neuanfang. Ui. Oh, Leute. Hier ist einer fleißig am Tüfteln, am Planen. Hier ist jemand wie in so einer kleinen Fabrik, ne, am Machen, am Tun, am Schrauben und Setzen und am Vorbereiten, am Organisieren, ja, damit hier eventuell durch ein Treffen, durch eine Einladung, durch eine Nachricht, vielleicht sogar nach langer Zeit kriege ich rein, ein Neuanfang zustande kommt. Ja, wenn du eine Person hast, mit der hast du ewig nicht geschrieben, und dann sendest du ihr eine Nachricht von wegen, ey, ne, lange nichts gehört, wie geht's denn? In dem Moment beginnt ja ein neuer Kreislauf. In dem Moment beginnt einfach so eine neue Zeit miteinander. Und genau so was habe ich hier. Also, was bedeutest du ihm? Du bedeutest ihm so viel, dass er drüber nachdenkt oder dass es einfach so auf jeden Fall so eine, in seinem Kosmos ist, dass er dir sogar Blumen schenken würde. Du bist irgendwie eine wichtige Person im Leben dieses Menschen hier. Und ich merke schon, wie ich stotter, merkt ihr das? Wer meine Legungen kennt, weiß, manchmal läuft es glatt, manchmal werde ich ein bisschen aggressiv und heute ist es das Stottern. Okay, jemand ist vielleicht auch ein bisschen nervös, wenn er daran denkt, dass er dir dann zum Beispiel tatsächlich die Blumen auch überreichen muss oder aber auf Senden drückt mit der Nachricht, ja, oder dir tatsächlich in Person begegnet. Ich glaube, dieser Mensch, ich sehe so die Hände in den Hosentaschen, jemand reibt sich so die Hand so über die Jeans, ne, macht so. Ich sehe jemanden, der nervös ist, der so vielleicht wirklich gucken müsste, dass er vielleicht trinkt dann Sektchen vor, um sich so ein bisschen runterzubringen, ja. Der wäre ein bisschen nervös, wenn ihr euch jetzt treffen würdet in diesem Moment. Aber er will dafür sorgen. Der Magier, er hat hier die Finger im Spiel, ja.
Er betrachtet eure Situation gerade von oben. Wie so ein Adler aus der Vogelperspektive kreist er so über diese Wiese und guckt, wo das kleine Mäuschen unten ist. Ja, und dann, ha, gesehen. Und dann agiert er und schnappt sich das Mäuschen. So eine Geschichte habe ich hier. Und dadurch, und jetzt kommt's, tut sich eine neue Welt auf. Ich habe es gerade schon gesagt, ja, da habe ich die Karte nicht mehr beachtet. Hier, ein neuer Kreislauf, ja, ein neuer Zyklus. Die Mädels kennen's, wir haben es ja auch jeden Monat, ja, ein Zyklus. Vielleicht ist es mit euch auch so. Mal ist, mal habt ihr einen Monat Kontakt, dann vielleicht länger wieder nicht, ja. Es ist vielleicht so eine leichte On-Off-Energie, nicht so ganz sicher, ja. Man weiß nicht so richtig, wo man steht in dieser Geschichte. Dieser jemand, Gefühle, definitiv habe ich Gefühle drin heute. Schaut bitte, ob ihr in Resonanz geht, ganz wichtig. Kelche sind da, Kelche sind im Tarot die Gefühle, ja? Und jemand ordnet gerade seine Gefühle. Jemand überlegt gerade, wo das alles hingehört, was er da fühlt. Deswegen auch so ein bisschen die Nervosität. Oh, nee. Oh, Leute, ich gehe schlafen, ne? Hör auf, Mensch. Ich kriege hier diese Haspel-Energie rein. Jemand, ich glaube, jemand hat noch nicht so die richtigen Worte gefunden. Ist noch nicht so hier ganz bei Kräften, so vom Selbstbewusstsein her auch. Und ist deswegen vielleicht noch nicht auf dich zugekommen. Ja? Es hat deswegen hier vielleicht noch nicht diese Nachricht abgesendet. Der Text steht, ne? Weil man hat sich ja hier überlegt, was man schreibt, aber die Aktion fehlt noch. Wir haben hier zum Beispiel keine Stäbe. Stäbe sind Aktion, Machen, Tun, Antrieb, Wille, Initiative. Habe ich noch nicht. Das heißt, jemand ist hier eher am Planen, ne? Auf der Kopfebene. Wir fragen ja auch gerade danach. Anstatt zu tun. Aber schöne Energie. Sehr, sehr schöne Energie. Ich habe gefragt, was bedeutest du ihm aktuell? Er denkt viel an dich. Er plant so ein bisschen in deine Richtung. Ja? Welche Optionen hat man? Wie könnte man es machen? Und jemand hat die Tendenz, wenn er an dich denkt, dass er dich sehen möchte. Also, du bist ihm nicht egal. Also eine Menschen, dem ich Blumen schenke, der ist mir alles andere als egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für dich würde man sich sogar hübsch machen. Für dich, weißt du, was ich reinkriege? Vielleicht hat dieser Mensch genau ein gutes Parfum. Und das Parfum wird er für dich auftragen. Ja, ehrlich. Ich glaube, das ist so ein Mensch, der trinkt vielleicht gar nicht so oft Parfum. Aber ich glaube, würdet ihr euch treffen, an dem Tag wird er sich so einen kleinen Spritzer an den Hals dran machen. Ja. Okay. Was noch? Was fühlt er aktuell für dich? Was hat er denn so im Herzen? Vielleicht möchte er ja was sagen hier. Und ihr schaut bitte, ne, schön ehrlich zu euch selber sein, ob das hier heute eure Legung ist. Beim Tarot geht es nicht darum, das ist auch nicht meine Intention, euch hier irgendwas einzureden oder irgendwas schön zu reden oder so. Das ist eine Botschaft, die soll heute irgendwer hören. Ich weiß nur nicht wer. Deswegen müsst ihr immer schön gucken, ob ihr in Resonanz geht. Bedeutet, ob ihr spürt, dass das hier für euch sein kann. Ja, das wisst nur ihr. Was fühlt diese Person für dich? Klare Botschaften bitte. Was fühlt diese Person für dich? Was fühlt diese Person für dich? Erinnert ihr euch an die erste Karte, die ich heute in dieser Legung gezeigt habe? An die Person, die rennt? Erinnert ihr euch? Running. Rennen. Jemand sagt, das Ganze war ihm zu intensiv. Jemand sagt, er ist hier gerannt vor der Intensivität eurer Verbindung. Jemand war vielleicht so ein bisschen erschlagen, ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, mit der ganzen Situation. Und deswegen brauchte man Zeit weg von dir. Jemand sagt, ich hatte die Karte, Leute, und ich habe da schon die Energie gespürt. Jemand sagt, ich musste mich hier auf meine glühenden Sohlen begeben, ja. Ich musste kurz raus aus der Situation. Das war mir einfach too much. Wisst ihr, was ich auch reinbekomme? Vielleicht sollte das irgendwie nur so ein Flirt sein mit euch beiden. Vielleicht war das einfach nur ein One-Night-Stand, eine Affäre. Also es war eigentlich gar nicht geplant, dass das hier irgendwie was Ernstes werden könnte mit euch. Und dann hat Zoom gemacht. Hat der Mensch gemerkt, ach du Heilige, Königin der Kelche, was macht die denn mit mir? Ja? Was macht diese Frau mit mir? Was ist hier los? Dieser Mensch hat gemerkt, oh, das war so nicht der Plan. Ja? Hat vielleicht Gefühle entwickelt und ist dann erstmal
gerannt. Seht ihr das, wie ihm hier die Sohlen glühen? Der hat es ganz schön eilig gehabt. Könnte sein, dass es ein abruptes Ende war mit euch beiden, dass der einfach von heute auf morgen nicht mehr zurückgeschrieben hat, ja? Oder von heute auf morgen hat sich auf einmal die Stimmung zwischen euch geändert und denkst dir so, hä, was ist denn jetzt los? Weil du hast ihn auch immer so liebevoll wahrgenommen. Du hast auch gespürt, da ist was von seiner Seite. Und wir haben im gesunden Menschenverstand, ne, weiß man eigentlich so, man redet sich das vielleicht auch nicht ein. Und so ging es dir, ja? Und dann, auf einmal, hat er sich hier auf die Socken gemacht und ist weg. Unerklärlicherweise. Und jetzt, dreimal darfst du raten, denkt hier jemand drüber nach, zurückzukommen. Rückkehr. Dieser Mensch, der hier losgesprintet ist, ja, der ist vielleicht einmal um den Block gerannt und kommt jetzt wieder. Kommt jetzt wieder an deinem Haus an, so nach dem Motto, ja? Er denkt an dich. Page der Kelche. Sehr vorsichtige Energie. Ne? Jemand spielt hier so mit dem Gedanken. Sagen wir es so. Der ist noch nicht fest entschlossen, aber der spielt mit dem Gedanken. Königin der Kelche bist du. Wunderschön, wunderschön. Eine Frau, die sich selbst vertraut. Eine Frau, die im Gefühl ist. Eine Frau, die weiß, was sie wert ist. Eine Frau, die offen und ehrlich über Gefühle reden kann. Das ist eine Frau, die das auch kommuniziert. Das ist eine Frau, die unterstützt, die supportet, die viel hinnimmt, viel toleriert. Unwahrscheinlich im Gefühl ist und ja, das bist du. Du bist außerdem wunderschön, sagt er. Ja, und hier ist er. Oh Leute, ich kann schon wieder nicht, ne? Die Energien heute sind schon wieder sowas von klar. Hier, da ist er doch. Hallo, vier der Kelche. Ich kann den Kelch jetzt gerade nicht annehmen. Ich bin hier gerade am Schmollen. Und der Eremit. Hier ist jemand im Rückzug, aber guck mal, was da ist. Da ist weit und breit erstmal nichts, aber er glüht. Das sind die Gedanken, die er sich hier macht. Die Energie. Er denkt so voll intensiv über eure Verbindung nach. In seinem Rückzug. Nachdem er dich geghostet hat. Wow. Jemand rennt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr beachtlich, Leute. Denn ihr habt es gesehen, ne? Und meine Videos hier sind ungeschnitten. Das ist auch gut so, weil sonst glaube ich, manchmal wird man mir das gar nicht glauben. Das war die erste, der Auftaktkarte hier heute, ja? Dass jemand rennt. Rennt vor einer Verbindung. Vor Angst, habe ich noch gesagt vorhin, ja? Und was ist? Es wurde einfach zu dolle, zu intensiv. Du hast vielleicht wirklich dieser Person einfach den Kopf verdreht. Du hast ihm die Gefühle verdreht. Ja, der muss hier seine Gefühle sortieren. Der weiß nicht, oh Gott, was ist das? Vielleicht hat er sowas vorher auch noch nie gefühlt. Vielleicht ist das neu. Und der versucht hier gerade zu verstehen, was ist das da, was ich fühle? Ist das diese Liebe? Ja, vielleicht hat jemand dieses Gefühl einfach noch nie gehabt vorher. Und er muss sich jetzt darüber klar werden, was da los ist in seinem Inneren, ja? Ich habe hier einen roten Kelch und da kriege ich rein, das Ganze hier mit dir birgt in irgendeiner Form vielleicht auch eine Gefahr, ja? Vielleicht ist das eine heimliche Geschichte hier bei euch oder aber du könntest ihn irgendwie so wirklich um den Verstand bringen, so ein bisschen ablenken von dem, was er vielleicht gerade tut, ja? Aber er will den Neuanfang. Er will quasi einmal um den Block rennen, aber dann auch wiederkommen, kriege ich rein. Spannend. Leute, hört mir doch auf. Ritter der Kelche. Hier hat wirklich jemand den Drang, dich einzuladen. Ein langer Weg liegt hinter uns, sagt er. Ich habe bald keine Kraft mehr und meine Hoffnung schwindet von Tag zu Tag. Das ist wohl schon ein längerer Prozess hier mit euch. Das ist nicht erst seit gestern so, ja. Das ist schon ein längerer Weg, ein längerer Prozess, den ihr so hinlegt irgendwie. Ich sag ja, on-off könnte sein, dass es immer mal wieder Kontakt gibt, dann wieder nicht, ja. Irgendwie auch generell so eine schwierige Verbindung. Er sagt auch, er weiß nicht, wie ihr es deichseln könnt. Hier, 4 und 7, April und Juli könnte eine Rolle spielen. 4., 7. Oder aber die 47 könnte ein Alter sein. Auch hier habe ich wieder die 7. Er ist auch so ein bisschen, er macht sich echt einen Kopf. Man fragt sich hier vielleicht auch, wo liegt denn das Problem hier überhaupt? Wo ist denn hier das Problem? Was ist denn das Problem, was wir hier so groß machen, ja? Siehst du diesen Stuhl? Dieser Stuhl ist so überdimensional groß. Dabei ist es in Wahrheit eigentlich nur ein Stuhl, ne? Vielleicht ist es auch zwischen euch so eine Geschichte. Da wird irgendwas so groß gemacht und so aufgeblasen, ja? Wie viel größer, als es vielleicht ist? Vielleicht macht man sich hier viel zu sehr eine Platte. Vielleicht ist dieser Mensch auch einfach viel zu sehr hier im Kopf, ja. Denkt viel zu viel darüber nach, was ist, was könnte werden, wie könnten wir scheitern und was sagen die anderen Menschen. Meinung anderer könnte irgendwie auch ein Thema sein, kriege ich rein. Dass er so ein bisschen verkopft hier an die Sache rangeht, ja.
Aber er hat liebevolle Gedanken in deine Richtung, kriege ich rein. Page der Kelche, Sieben der Kelche, Ritter der Kelche, Kelche. Jemand würde dir eigentlich schon gerne hier so einen Kelch reichen, aber ja, Probleme. Was empfindet er für dich? Was fühlt er aktuell für dich? Was bedeutest du ihm? Er will dich sehen. Ich will dich sehen, sagt er, aber jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt gerade passt es mir nicht in den Kram. Es passt jetzt gerade nicht in mein Leben rein, ja? Ich gucke schon auf diesen Neuanfang. Und ich hoffe darauf, dass man hier nochmal wirklich so eine Chance hat, dass sich hier was auftut, ja, dass hier überhaupt nochmal irgendwie so diese Leichtigkeit überhaupt zurückkehrt bei uns beiden. Aber gefühlstechnisch kann auch sein, dass dieser jemand generell so ein bisschen verwirrt ist, vielleicht auch wegen einer alten Beziehung, ja, oder jemand anderes, der ihm nachsteht, redet ihm so ein bisschen rein, ja, und er weiß nicht so, oh Mann, ne, was soll ich denn jetzt hören, kriege ich rein. Und er hat Angst, dass du weiterziehst. Ich habe so ein bisschen die Eifersucht. Dieser Gedanke, ja, du bist jetzt gerade nicht bei ihm, höchstwahrscheinlich. Und dieser Gedanke, dass du jetzt zum Beispiel auch eine andere Person treffen könntest oder hier bei ihm, geschweige denn schon jemand anderem bist, das gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm gar nicht, sagt er. Der Magier, er will das hier auch unter Kontrolle haben. Er versucht auch irgendwie noch so, wie bei so einem Puppentheater, da die Strippen versucht er schon noch irgendwie in der Hand zu halten hier mit euch. Ja? Er versucht schon irgendwie hier noch seine Hand über dieser Verbindung zu haben, um das Ganze kontrollieren zu können. Er will hier schon, er macht das irgendwie, weißt du, was ich reinbekomme? Jemand ist bewusst gegangen und hat auch vor, bewusst zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzukehren. Und er hofft, dass du in der Zwischenzeit, ja, nicht irgendwie auf ein Neues stößt. Das ist, als hätte er jetzt schon den Plan, zum Beispiel hier am, ja, wie viel haben wir? Am 4.7. komme ich zurück. Wirklich, wie so eine Geschäftsreise, wo du genau weißt, so lange bin ich weg. Sowas habe ich hier. Und er versucht wirklich irgendwie in der Zeit alles im Blick zu haben, ja, dass du jetzt hier vielleicht nicht irgendwie, ja, ihm entgleitest oder so. Er will dich auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, und ich hasse eben drinne hier den Neuanfang, ein Treffen. Ja, man, ja, guck mal, da fällt das Treffen. Da fällt das Treffen, vier Stäbe. Ah, ist das schon wieder herrlich. Leute, ich sag's euch. Ich sag's euch. Ist das schon wieder schön. Ha? Ach, ich hab euch so lieb, Leute. Ich kann es gar nicht sagen, ne? Also, vier Stäbe, man will eine schöne Zeit, ausgelassene Stunden mit dir. Vielleicht habt ihr das lange nicht gehabt hier, so dieses. Ihr guckt euch an, ihr lächelt euch an, weißt du, man ärgert sich vielleicht auch so ein bisschen, sowas sehe ich, ja, man shakert so ein bisschen, weißt du, macht so Witze miteinander oder so, ärgert sich, wie gesagt, so ein bisschen und das will dieser Mensch. Vier der Stäbe, kann auch sein, dass man irgendwie mit dir, vielleicht mal ein Konzert ein Thema, Musik, ja, ihr habt vielleicht so den gleichen Musikgeschmack oder ein Zeltfest könnte relevant gewesen sein. Ihr hattet vielleicht irgendwas, was ihr gerne, was schon gerne tanzen, ja, ein bisschen schwofen und so. Irgendwie diese schöne Zeit mit dir fehlt. Diese Leichtigkeit, zwei der Münzen. Man will wieder Leichtigkeit, ja. Man will so ein neues Kapitel mit Leichtigkeit. Ah, Ritter der Kelche hier als erstes heute drinne. Spannend. Ich habe das Gefühl, jemand fiebert hier quasi schon hin auf das Treffen. Und das Ding ist, er weiß schon, dass das stattfinden wird, du aber noch nicht. Du ahnst es quasi gar nicht. Du weißt von nichts. Es ist so, als würdest du von nichts wissen. Aber er schon. Mit dem Magier, er hat quasi schon den Plan. Er hat einen Plan ausgeheckt. Er hat einen Plan ausgetüftelt. Kann auch sein, zum Beispiel jetzt, du hast in einem Monat Geburtstag, ne? Und er weiß, das wird's. Wenn die Geburtstag hat, das werde ich nutzen, um diese Nachricht abzuschicken. Ja? Diesen Vorwand, den werde ich mir greifen. Oder jetzt irgendwie Muttertag und ihr habt ein Kind zusammen, ja? Und er wünscht dir dann so. Oh, einen schönen Muttertag, will aber eigentlich in dem Moment dann Kontakt mit dir aufnehmen. Sowas, weißt du? Es ist, als wüsste er schon, wann er dir das schreiben will. Er will, als wann er einfach irgendwie mit seinem Ross hier angeritten kommen will. Er sagt nämlich, jetzt gerade geht es nicht. Vielleicht ist er auch wirklich aktiv weg. Zum Beispiel, keine Ahnung, ist er jetzt gerade in Asien oder in Afrika oder in Österreich, in der Schweiz? Ja, vielleicht ist er einfach gerade weg. Und er weiß, okay, laut meinem Chef bin ich noch 3 Wochen hier. Das heißt, erst in 3 Wochen kann ich zu ihr. Aber er hat dieses Datum schon. Du weißt nur nichts davon. So was habe ich hier heute. Hier hat jemand schon den Plan parat. Der weiß schon, wie er es macht. Fünf der Stäbe. Jemand hat hier eine Lösung gefunden.
für eine vermurkste Situation. Das mit euch ist irgendwie vermurkst. Man kann sich vielleicht sogar die Finger dran verbrennen hier. Wenn das hier eine heimliche Geschichte mit euch ist, dann hat er da irgendwas gelöst. Könnte sein, dass er vergeben war, ja, und ist deswegen hier auch weggerannt vor dir, weil er dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das sollte gar nicht so intensiv werden. Und hat dann jetzt vielleicht bei sich da irgendwie den Weg freigeräumt. Weil ihr seht ja, hier liegen ganz schön viele Stäbe und Stöcker im Weg. Aber er hat aufgeräumt bei sich, kriege ich rein. Schon wieder die Federstäbe. Ey, hier will dich jemand sehen. Hier hat wirklich jemand den Drang, ein Treffen zu organisieren. Ein Treffen irgendwie einzuleiten. Das hört sich an wie so eine Geburt. Die Geburt wird eingeleitet. Die Geburt, null, der Neuanfang. Guck mal, wenn du geboren wirst, ne, dann bist du 0 Jahre alt. Ey, das habe ich gerade eigentlich nur aus Scheiß gesagt. Hier darf nochmal was geboren werden. In eine neue Welt. Wow, ja, der Wagen, der kommt. Der ist schon unterwegs. Der sitzt hier schon. Und das ist wieder diese Energie. Guck mal, da hat sich einer da oben raufgeschwungen, ne? Nicht mal mehr die Schuhe angezogen und dann ist der los. Durch die Nacht, ja? Oh. Ich gucke gerade hier oben auf mein Handy, ne? Und wollte sagen, durch die Nacht zu seiner Königin. Dann gucke ich runter. Dann liegt hier original die Königin der Stäbe. Das habe ich gar nicht gesehen. Da sind 2 Karten wohl so hintereinander gewesen. Der kommt, weil er fährt hier quasi gerade energetisch schon zu seiner Königin der Stäbe. Du ziehst ihn massiv in dein Feld, massiv mit deiner Energie. Der sehnt sich nach deiner Energie. Wir hatten eben die 4 Stäbe, die Karte mit dem Zelt. Wenn du in seiner Nähe warst, hast du unwahrscheinlich viel mit deiner Energie gemacht, kriege ich rein. Vielleicht bist du dir dem bewusst, ja, weil du energetisch irgendwie Bescheid weißt, ne? Energie, vielleicht kannst du damit umgehen und so weiter. Vielleicht weißt du es aber auch nicht und du hast einfach eine wunderschöne Ausstrahlung. Dieser Mensch will hier zu seiner Königin und das möglichst schnell. Es könnte nämlich sein, dass diese Königin, die ist feurig. Die braucht eigentlich nicht so niemanden, die ist unabhängig, feurig, die macht ihr Turn. Also wenn er nicht mit ihr tanzen gehen will, ne, das ist gar nicht schlimm, dann sucht die sich einen anderen, ja. Und das weiß er. Deswegen will er schnell zu ihr, weil er Angst hat, er ist besorgt, dass du weiterziehen könntest. Er ist besorgt. Guck mal, wie der hier rumtüftelt. Vielleicht überlegt er auch, oh Gott, hoffentlich passiert in der Zeit nichts, bis ich ihr dann da schreibe, zu diesem Datum, was er da im Kopf hat, ja. Hier ist jemand unterwegs, das glaubt er aber. Er kommt. Er kommt. Er will es, ja? Er hat einen Drang. Der hat hier einiges auch schon hinter sich gelassen. Der hat Federn gelassen in der letzten Zeit. Das kriege ich ganz deutlich rein. Bei dem war es super anstrengend. Der hatte unwahrscheinlich viel zu tun. 5 Stäbe, ganz viele Herausforderungen. Vielleicht auch im Job, ja, Karriereleiter hochkraxeln. Oder aber psychisch habe ich drin, musste man sich hier echt zusammenreißen oder sich irgendwie was erarbeiten. Vielleicht hat man irgendwie eine Therapie gemacht, einen Entzug gemacht oder sowas. Irgendwer hat sich in irgendeiner Form hochgearbeitet, ja, weitergearbeitet, ist hier aufgelevelt. Jemand hat Dinge aufgeholt, aufgearbeitet kriege ich rein. Jemand ist ganz kurz davor, Leute, und jetzt haltet euch fest, jemand ist ganz kurz davor, hier einen Check zu machen. Seht ihr das? Ganz kurz davor, der eigentlich, guck mal, der ist hier unten gestartet, ne, und wollte die ganze Zeit da oben zu dieser Flamme es schaffen, es absolvieren. Kann auch ein Studium sein, eine Prüfung oder so. Und dann ist der die ganze Zeit in eurer Abstinenz, wo ihr nicht zusammen wart, ist der hier hochgekraxelt. Jetzt guck mal, wie kurz der davor ist. Das dauert nicht mehr lange. Und ich sag euch jetzt eins, ich weiß nicht, wer das hören soll, für wen die Legung heute ist, aber es ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Dieser jemand weiß schon, wann er dir schreibt. Er weiß es schon. Und es wird irgendeinen Grund haben, warum es dann dieser und dieser Tag ist. Es wird irgendeinen Grund, einen Vorwand haben. Ich habe keine Ahnung. Er weiß, wann er dich einlädt. Er weiß, wann er dich kontaktiert. Vielleicht ist es auch ein besonderer Tag für euch. Vielleicht steht irgendwie ein besonderer Tag an, ein besonderes Datum. Irgendein Datum, wo er weiß, da machst du das und das. Oder er weiß, dann hat sie frei oder so. Er weiß schon, an welchem Tag er dich einladen will. Er ist so kurz davor. Das heißt, wenn der hier reingreift, dann schickt er die Nachricht ab. Ja, dann stellt er sich dem Feuer, dann verbrennt er sich den Finger. Er hat auch Angst, sich die Finger zu verbrennen. Könnte ja sein, dass du nicht drauf reagierst. Oder dass du sagst, pff, ganz ehrlich, was? Ich bin die Königin der Stäbe. Dachtest du ernsthaft, ich sitze hier die ganze Zeit still rum, drehe Däumchen und warte auf dich? Dachtest du das ehrlich? Vor so einer Reaktion hat er Angst. Er kann sich die Finger verbrennen.
an der Königin der Stäbe, an der Königin des Feuers. Er kann sich an dir die Finger verbrennen. Denk mal nicht, dass er irgendwie nicht ein hohes Bild von dir hätte. Mm-mm. Du bist eine ganz, ganz starke Versuchung für ihn. Ganz stark. Das war ja auch der Grund, warum er am Anfang gerannt ist. Das Feuer wurde ihm zu heiß. Ja? Er hat hier vielleicht mit einer Prinzessin der Funken gerechnet. Und dann kam auf einmal die Königin der Stäbe um die Ecke. Ja? Guck mal, wie viel Feuer die ihm gepackt hat. Wenn die eine Kerze umschmeißt, dann brennt sie aber lichterloh. Und das ist passiert am Anfang. Das ist bei euch passiert am Anfang und deswegen ist er weggerannt. Komplette Überforderung. Aber er ist bereit, sich die Finger zu verbrennen. Er ist so kurz davor. Jemand will dich einladen. Jemand will es. Jemand hat hier einen ganz starken Drang. Weißt du, was er will? Er will das. Insgeheim will er das. Er will das. Er weiß das. Er weiß das. Das ist der Grund, warum er gerannt ist. Er dachte sich, nein. Nein, 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 nein. Das kommt jetzt so plötzlich. Das passt gerade nicht in mein Leben. Das kann nicht sein. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und all diese Gedanken gingen ihm am Anfang durch den Kopf und deswegen brauchte er Abstand. Er brauchte unbedingt erstmal Abstand. Männer sind ganz oft so, dass sie dann sagen, ich muss hier raus. Erstmal kurz einen klaren Kopf kriegen hier. Ja? Das ist es, was er will mit dir. 10 der Münzen, Happy End. 10 der Münzen, Fülle. Reichtum, Familienleben, Hochzeit vielleicht sogar in manchen Fällen. Du bist der Traumpartner. Wunscherfüllung, Haus, Kinder, Partnerschaft auf Augenhöhe. Ihr passt unwahrscheinlich gut zusammen, höre ich. Ihr seid euch, wenn ihr euch in die Augen guckt, ihr wisst beide, was da ist. Ihr wisst es beide. Und wenn du bis jetzt dachtest, nein, nein, bei ihm ist das nicht so, warum ist er denn gerannt? Warum ist er denn gerannt, nachdem er in diese Augen geschaut hat? Weil er wusste, was das hier für ein Potenzial hat mit euch beiden. Und jetzt denkst du dir, hä, warum rennt er dann weg? Ja, jeder Mensch geht anders mit Gefühlen um. Ja, es kann schon mal erschlagend sein, wenn auf einmal plötzlich die Traumfrau vor einem steht und man noch gar nicht ready ist, ja. Wenn man hier noch am Kraxeln ist und hier gerade irgendwie, keine Ahnung, in seinem Leben mit irgendwas anderem beschäftigt ist und plötzlich steht da die Traumfrau und sagt, hallo, bist du bereit? Und er sagt, was, bereit wofür? Ich muss hier raus, ja. Geht nicht mit dir, aber auch nicht ohne dich. 10 der Münzen. Wow, 10 der Münzen. Was soll ich noch sagen? Jetzt würde ich gerne mal abschließend hier die Karten für dich fragen. Was ist denn hier wichtig für dich? Eine Botschaft an dich. Eine Botschaft an die Person, die jetzt hier zuschaut. Was wollen die Karten noch sagen? Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich lieb's ja, ne? Also wenn das hier heute eure Energie ist, ihr wisst Bescheid, definitiv erstmal Daumen nach oben für das Video, um dem Universum zu zeigen, yo, ist meine Energie, nehme ich. 10 der Münzen, nehme ich, Daumen nach oben. Oh mein Gott. Botschaft für dich. Was ist jetzt ratsam? Was wollen dir die Karten noch mit auf den Weg geben? Zum aktuellen Stand der Dinge, zu dieser Person hier, zu dem Ritter der Kelche, der da schon fertig gestriegelt auf seinem Hocker sitzt und eigentlich nur noch auf diesen Bus wartet, der ihn jetzt hier abholt. Und dann zu dir bringt. Entschuldigung, ich meine nicht den Bus, sondern den Wagen. Energetisch bewegt er sich schon in deine Richtung, kriege ich rein. Die Energie geht schon definitiv so in deine Richtung. Vielleicht spürst du das sogar ein bisschen. Hilfreiche Personen. Es gibt hier vielleicht Personen in deinem Umfeld, die hier irgendwie hilfreich sein könnten, die dienlich sein könnten in dieser Verbindung. Wow, bitte andere um Hilfe. Hilfreiche Person, bitte andere um Hilfe. Es könnte sein, dass er jemanden involviert. Oh, vielleicht gehört das hier mit zu diesem Plan, den er sich überlegt hat. Vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde, Bekannte, arbeitet auf der Arbeit gemeinsam oder so. Es könnte sein, dass irgendwie andere Personen mit involviert sind. Ja? Zum Beispiel fragt er dann, ja, schreib ihr doch mal und frag mal, wie es gerade bei ihr aussieht. Ja? Frag doch mal einfach, was sie am Wochenende vorhat, ob sie da etwas zu tun hat oder ob da irgendwer bei ihr ist oder so, ja. Er könnte hier wirklich andere helfen lassen bei diesem Schlachtplan. Ja, ist halt auch eine Nummer hier mit der Königin der Stäbe. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, sagen die Karten. Das ist die Botschaft für dich, ja. Hab Vertrauen. Vielleicht auch, dass die Engel hier bei dir sind.
Siehst du diese ganze Mannschaft an Engeln hier? Guck mal, da bist du in der Mitte, ne? Und hier überall umgeben von Engeln. Also das Ganze hier wird auch begleitet, ja? Wird vielleicht auch geführt von oben, ne? Die da oben hier, Gruppenfoto, haben vielleicht auch wirklich die Finger im Spiel, ja? Und sitzen selber dort. Und ja, du bist genau da, wo du sein sollst. Und das mit euch sowieso scheinbar schon ein etwas längerer Prozess. Twin Flames, Dualseelen, Seelenpartner, ne? Die haben ja eine Aufgabe. Die sind ja nicht aus Jux und Dollerei hier auf der Erde. Besonders Twin Flames. Oh, Twin Flames ist eine sehr, sehr oft verletzende Beziehung, Verbindung. Ja, weil man sich immer wieder gegenseitig so triggert und piekst und stupst da, wo es weh tut. Ja, zum Beispiel hast du Verlustangst. Was macht deine Twin Flame? Dich verlassen. Juhu, damit du lernen darfst, mit diesem Verlassen umzugehen. Damit du lernen darfst, diese Baustelle einfach noch zu bearbeiten. Twin Flames machen immer das, was dir am meisten weh tut. Damit du damit konfrontiert wirst, ja? Vielleicht hat er dich verlassen, weil du das nicht magst, ja? Weil du so ein Attachment-Style hast. Attachment-Style. Vielleicht sagt euch das was auf Englisch. Das ist ja so eine Verhaltensweise. Spannend. Sehr, sehr spannend. Aber dasselbe machst du übrigens auch mit ihm. Zum Beispiel hat er Angst, Gefühle zuzulassen. Dann kommt natürlich, dann kommst du ins Spiel, ja? Und zeigst ihm, wie wundervoll du bist, damit er Gefühle entwickelt und lernt, sie zuzulassen. Ja, und wenn er das beim ersten, zweiten, dritten Mal vielleicht nicht geschafft hat, mal gucken. Ja, er kommt ja schon an hier auf seinem Wagen Richtung Neuanfang, ne? Richtung neue Runde mit dir, neuer Zyklus. Vielleicht schafft das ja dann diese Runde. Spannend. Es hat auf jeden Fall seinen Grund, warum ihr hier, ne, verbunden seid. Hab Vertrauen, sagen die Karten. Bleib im Vertrauen. Schau dir hier die Legung an jeden Tag. Bist herzlich eingeladen, Team Sunshine. Das ist ja das Schöne. Wir haben jeden Tag ein schönes Date, ne? Machen es uns gemütlich abends und dann gucken wir rein. Was ist da los am anderen Ende? Deswegen, wenn du Lust drauf hast, vielleicht warst du heute das erste Mal dabei, lass gerne ein Abo da. Ich würde sagen, wir Team Sunshine hier ist cool, oder? Wir sind schon echt eine coole Truppe. Und ja, Leute, ich lese gleich mal wieder schön eure Kommis. Ich freue mich jetzt schon. Und ja, das war's. So, lassen wir es stehen. Das ist die Botschaft für heute und ich hoffe, ich konnte euch eine Freude machen. Ich hab euch lieb, Leute. Ja, dieses Herz, das sticht mir hier schon die ganze Zeit ins Auge. Das ist für euch. Jemand hat euch auch im Herzen. So, das war's. Jetzt kehrt erstmal wieder so die Ruhe ein. Oh Gott, das ist heute schon wieder so durch mich durchgeflossen. Fühlt euch gedrückt, Leute. Ich hab euch unwahrscheinlich dolle lieb. Danke für alles und niemals vergessen, always smile and shine.